Guten Tag. In diesem Video erkläre ich das Adverb gern und wie man das benutzt. So, auf Englisch würde man to like sagen, aber auf Deutsch kann man das Adverb gern mit einem anderen Verb benutzen, um dieses Konzept auszudrücken von liking. Ja, so, auf Deutsch kann man sagen, ich gehe gern ins Kino oder ich esse gern Kuchen oder ich mache gern Hausaufgaben, was wahrscheinlich eine Lüge wäre. Aber wenn man to like sagen möchte, kann man gern benutzen. Das ist ein Adverb. Ja? So, man braucht immer ein Verb damit, auch wenn das Verb nur haben ist. Zum Beispiel, ich habe gern Kekse. Das ist ein richtiger Satz auf Deutsch. Man kann auch mit würden gern benutzen. So, ich würde gern ins Kino gehen, aber ich kann nicht. Das heißt, I would like. Und würde gern, das ist gleich wie möchte. Ja, das ist die gleiche Bedeutung. So, ich möchte ins Kino gehen, ich würde gern ins Kino gehen. Man kann sogar sagen, ich möchte gern ins Kino gehen. Und das ist auch richtig. So, wenn man ein Verb für to like benutzen möchte, kann man dann sagen, ich mag, das geht so, ich mag ins Kino gehen, ich mag Kuchen, ich mag Kaffee und so weiter. Es gibt aber auch das Verb gefallen. Und gefallen heißt auch to like. Aber mit diesem Verb sind das Subjekt und das Objekt umgekehrt. Also, was man gern hat, das ist das Subjekt und das kommt zuerst, ja? So, Kuchen zum Beispiel gefällt mir oder ins Kino gehen gefällt mir. Dann ist die Person, die etwas gern hat, diese Person ist Dativ, ja? So, es gefällt mir oder es gefällt dir. Etwas gefällt meiner Mutter oder meinem Vater und so weiter. Ja? So, man hat drei Möglichkeiten, wenn man to like auf Deutsch ausdrücken möchte. Das sind gern und dann mag oder mögen und gefällt oder gefallen. Ja? So, das sind die drei Optionen, wenn Sie to like sagen möchten.